Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit unserer BVB-Trainerkarriere. Ja, zuletzt haben wir gegen Freiburg 2:1 knapp gewonnen. Und ja, ich hatte da schon so ein bisschen Angst, dass wir da vielleicht die nächste Partie hergeben nach der Niederlage gegen Leverkusen. Und ja, so sieht's aktuell in der Tabelle aus. Wir sind auf Platz 2, 3 Punkte hinter Bayern. Ja, Bayern eine Niederlage weniger als wir. Wir haben da schon zwei Spiele verloren. Ich glaube, gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen war es. Heute geht's gegen Gladbach. Wo ist denn Gladbach in der Tabelle? Platz 7. Ja, da war Leverkusen auch, als wir gegen die verloren haben. Müssen wir mal gucken. Müssen wir auf jeden Fall gewappnet sein. Und schauen wir doch mal allgemein rein, wie es im Kalender so aussieht. Genau, heute geht's gegen Gladbach. Oh je. Und danach haben wir dann das Mittwochsspiel gegen, ja, ich weiß gar nicht, wer das ist hier. Auf jeden Fall ein europäisches Spiel. Und das ist natürlich auch nicht unwichtig. Das heißt, gegen Gladbach müssen wir vielleicht den ein oder anderen Spieler auch noch schonen. Mal gucken, wie wir das machen. Heuberg ist auf jeden Fall noch ganz gut drauf. Chan müssen wir eventuell mal auswechseln. Leitner würde ich da vielleicht. Vielleicht auch Bender. Gehen wir das ein bisschen defensiver an gegen... Können wir eigentlich mal machen. Gehen wir das ein bisschen defensiver an gegen Gladbach. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Wen haben wir noch so als Option? Sokrates können wir auf jeden Fall mal wieder spielen lassen. Lassen wir Sokrates für Hummels. Dass wir Hummels da mal noch eine Pause geben. Kann Ginter noch eine weitere Partie machen. Durm. Ah, Shaw will ich eigentlich dann lieber im Europapokal haben. Aber wir könnten natürlich auch Piszczek mal eine Runde schonen. Und dann Shaw hier spielen lassen. Oder wir lassen Durm und Großkreuz. Allerdings dann in der Konstellation würde ich das wahrscheinlich lieber sehen. Dann lassen wir Aubameyang nochmal eine Partie spielen, beziehungsweise lassen wir Aubameyang beim Sturm spielen und geben Aguero da mal eine kleine Pause. Sterling auf rechts und auf links, da haben wir nichts, ne? Weil sich der gute Reus leider Gottes verletzt hat. Der wird noch ein bisschen ausfallen. Auch Zivkovic ist fast wieder fit. Könnte man auch schon fast wieder mitnehmen. Gündogan und Sahin. Wie sieht's eigentlich aus? Die Mkhitaryan würde ich auch ganz gerne mal schonen. Haben wir da jemanden? Leitner könnte das spielen. Kann er das wirklich? Mal kurz geschaut. Ja, der könnte das wirklich spielen. Gefällt er mir da auch auf der Position? Tempo, ja. Ich glaube, Distanzschütze und Akrobat. Ich glaube, der könnte da vielleicht wirklich ganz gut passen. Wie sind seine Passwerte? Nochmal kurz geschaut. Wo haben wir das? Ballkontrolle. Ist das hier irgendwo nicht? Hier müsste das irgendwo sein. Mich interessieren die kurzen Pässe. Kurze Pässe 76. Ich denke, das ist ganz okay. Das können wir eigentlich mal machen. Dann lassen wir Leitner da mal auf der Position spielen. Das ist unser Mittelfeld jetzt nicht so hochklassig besetzt, aber vielleicht reicht's ja. Vielleicht reicht's ja. Den Zimmermann würde ich ganz gerne mal wieder sehen. Aber gegen Gladbach, bin ich mir nicht so sicher. Da hätte ich doch lieber den TS-Ding im Tor. Gut, wen haben wir hier noch auf der Bank? Die zwei nehmen wir natürlich mal mit. Hummels nehmen wir auch mal sicherheitshalber noch mit. Sahin und... genau, Sahin für Chan, denn der ist auch schon ein bisschen ausgepowert. Hat nicht ganz so die Ausdauer, kann das sein? Wo steht das? Müsste hier irgendwo bei mental physisch sein. Ausdauer da unten 74, doch geht eigentlich. Geht eigentlich. Den Shaw. Ne, da haben wir Piszczek mit. Beziehungsweise nehmen wir lieber Shaw für Piszczek, der ist ein bisschen fitter noch. Und ja, Hummels. Hummels will ich auch zur Sicherheit noch dabei haben. Gut, dann passt das so doch soweit. Schauen wir uns nochmal die Rollen an. Aubameyang macht die Freistöße. Ja, haben wir wahrscheinlich nichts Besseres jetzt gerade. Kapitän ist Bender. Ja, warum nicht? Warum nicht? Würde ich sagen, starten wir rein. Geht's los gegen Gladbach. Ich bin gespannt. Okay, wir spielen, glaube ich, mal in Schwarz und Gladbach. Gladbach in Grün. So machen wir das mal. Ja, zuletzt haben wir den schwarzen Trikots verloren. Mal gucken, ob wir diesen Bann dann heute gebrochen kriegen. Ja, das wird natürlich nichts hier mit dem Elfer. Wir spielen noch auswärts im Waldstadion. Wollen wir mal gucken. Ah, da stehen die Jungs, unsere Startelf. Bin noch auf die Aufstellung gespannt von Gladbach. Und Johnson haben sie auf rechts, ne? Der ist schnell. Oh je, das ist auch mal wieder eine andere Aufstellung hier. 4, ja, 4, 4, 1, 2 fast, oder? Oder ist es ein 4, 2, 4, 2, 2, 1, 1 oder so? Wahrscheinlich, ne? Sven Bender. Gut, dann geht's los.
Mal gucken, wir machen das mal ein bisschen ruhiger heute. Lass mal ein bisschen das Spiel heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wir haben jetzt nicht die A11, denn die wollen wir natürlich im Europapokalspiel haben, beziehungsweise im Europacup haben. Schon durchgelegt auf Aubameyang. Unten läuft Sterling, gibt Freistoß. Ja, unser Spezialist ist da leider verletzt. Mal gucken, was der gute Aubameyang da draus macht. Gibt eine Karte, rot. Rote Karte. Das ist natürlich krass gegen Marvin Schulz. Wurde das jetzt als, das sieht fast so aus, als wenn das als Notbremse gewertet wurde, wa? Ich weiß nicht, der wäre da auch schon ganz gut durch gewesen. Gucken wir mal, was der gute Aubameyang da draus macht. Ich will ihn an der Mauer vorbeischlenzen am besten. Mal gucken. Machen wir das mal einfach mal so auf die Mitte. Und, so zweieinhalb, drei Balken. Ja, ein bisschen zu doll, ne? Schade. Gut, aber eine rote Karte ist auf jeden Fall schon mal was. Das sollte uns doch ein bisschen Aufwind geben. Hier gegen Gladbach heute. Hier macht's lang. Den haben wir. Okay, Sterling startet da in die Mitte. Ist wahrscheinlich einen Ticken zu spät jetzt gewesen. Da gibt Einwurf. Wieder vom Ball getrennt, schade. Johnson, schöne Körperdrehung von ihm. Traoré. Nee, kommen wir nicht ran. Kruse. Ja, schicken wir da mal jemanden hin. Gut gemacht von Heuberg. Jetzt durchsetzen und den Ball behaupten. Klappt leider nicht, schade. Okay, jetzt in die Mitte. Ah, schöner Schuss. Jetzt wieder das Spiel ein bisschen beruhigen. Gut durchgelegt auf Aubameyang. Bender, mit dem will ich eigentlich nicht den Abschluss suchen. Das vielleicht irgendwie ein bisschen anders hin. Da unten ist Aubameyang. Memphis Depay läuft damit. Kommt in keine Schussposition hier gerade. Vielleicht mal mit dem Trick. Ja, so geht's doch. Sommer kann ihn übers Tor lenken. Ecke gibt's. Wo haben wir jemanden? Erstmal nicht. Erstmal keiner da. Gut, probieren wir es mal mit Lauf an den kurzen Pfosten. Läuft sich jetzt vielleicht mal jemand frei? Da in der Mitte ist jemand. Beziehungsweise machen wir das mal so. Ja, kommt doch ganz gut. Heuberg macht den Treffer. Ich weiß nicht, ob es abseits ist. Nee, Fahne ist unten. Und ja, damit haben wir den ersten Treffer gemacht. Gegen Gladbach mit Heuberg. Schöne Eckenkonstellation hier. Da habe ich mir den freien Mann mal gesucht. Und in die Mitte geleitet. Beziehungsweise eher ungewollt. Ich habe eigentlich Schießen gemacht, dass er den aufs Tor bringt. Und Heuberg steht da goldrichtig. Hat er den guten Riecher gehabt. Schon der zweite Treffer, ne, in dieser Saison. Schön abgedrängt von Leitner. Jetzt dann mal den Ball nach vorne. Auf Aubameyang, ja. Komm, hast du noch? Nee, ist abseits. Schade. Bisschen davor stellen. Passt, haben wir. Oh, das könnte was geben. Schon durchgelegt auf Heuberg nochmal. Bleibt da liegen, ne? Heuberg, glaube ich. Jetzt fehlt uns natürlich hinten Mann jetzt. Müssen wir jetzt ein bisschen defensiver uns einstellen. Gut gemacht von Durm. Wichtige Timing gehabt fürs Tackling. Und da, gutes Stellungsspiel. Und dann leider den Ball nochmal verloren gegen Traoré. Jetzt müssen wir aufpassen. Gefährlicher Ballverlust jetzt hier. Einfach stehen bleiben. Gut gemacht. Ecke, ne? Ja, war Durm noch dazwischen. Die müssten wir doch haben, oder? Oh, das war ganz gefährlich. Das war ganz, ganz gefährlich. Glück, dass wir hier nicht in Rückstand geraten, beziehungsweise ja, den Ausgleich kriegen. Die Pai. Aubameyang jetzt. Ah, fast.
Komm, Leitner, den haben wir noch, oder? Nee, abseits jetzt. Gut, wäre vorhin auch abseits gewesen wahrscheinlich. Macht ihn lang. Kommen wir dazwischen. Aubameyang hat ihn. Was war das jetzt? Ah, wird abgepfiffen. Sokrates hat sich da verletzt. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz schlecht. Jetzt kriegen wir auch noch die ersten Verletzungsprobleme diese Saison. Müssen wir Hummels jetzt spielen lassen. Hummels und Ginter. Wir haben nämlich auch keinen weiteren Abwehrspieler, ne? Das ist natürlich auch schlecht. Beziehungsweise wir haben noch einen, aber der ist halt nicht so pralle, will ich mal sagen. Oh Gott, was war das denn? Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen. Hätte den jetzt reingemacht. Weil ich TS Degen da rausgeholt habe, dann hätte ich mir aber. Ja, ich weiß auch nicht. Aubameyang bietet sich gut an. Ah, wird aber gleich unter Druck gesetzt auch. Jetzt vielleicht mal. Leitner sucht den Abschluss. Bisschen verzogen. War es ein schwacher Fuß? Kann sein, ne? Haben ihn wahrscheinlich wieder auf einen schwachen Fuß gelegt. Ansonsten war es eigentlich eine ganz gute Schussposition. Jetzt mal drauf. Bisschen weiter zurück da, die Mittelfeldspieler. Traoré legt nochmal zurück. Aufpassen, dass er nicht nochmal da angespielt wird. Gut, das passt alles. Haben wir, Depay. Ah, muss zum Foul greifen. Beziehungsweise war, glaube ich, nur auf Vorteil angezeigt, ne? Genau. Okay, machen sie kurz auf Hahn. Aufgehen jetzt. Gut gemacht. Schön rausgespielt hier. Großkreuz. Bring den Ball da jetzt mal raus. Naja, das wird so nix. Müssen das Spiel jetzt mal ein bisschen beruhigen wieder. Mal in Ballbesitz kommen und jetzt dann mal. Ja, jetzt dann mal doch schnell machen. Einmal abgelegt auf Leitner. Nochmal quer. Ah, schade. Ah, da kriegt er den Fuß dazwischen, der Abwehrspieler. Oh, daneben gegrätscht. Jetzt schauen. Einfach stehen bleiben. Kopfball von Hummels. Das haben wir erstmal bereinigt, die Situation. Ah, die drücken jetzt. Jetzt sind sie frei vom Tor. Gut gemacht von Großkreuz jetzt. Sterling ist frei. Frei vom Tor, dürfte kein Abseits sein. Ah, wollte ich noch schießen. Mist. Kriegt er auch wieder den Fuß dazwischen. Wir haben gerade kein Glück, ne, beim Abschluss. Das machen sie gut. Bin dann wieder auf den Flügel. Wieder daneben getreten. Jetzt mit Hummels. Kriegt er das bereinigt? Beide Abwehrspieler rausgezogen. Ganz schlecht gespielt gerade. Wir schwimmen hier auf jeden Fall. Machen sie das. Sie wirbeln da die Abwehr so ein bisschen durcheinander. Hummels kann ihn rausköpfen und da ist der Halbzeitpfiff. Gut, bisher sieht es ja noch ganz gut aus, will ich mal so sagen, aber ja, Gladbach kommt auf jeden Fall ran. Wie sieht's hier aus? Wo sind die Bayern? Die Bayern da. 1-0, die liegen hinten gegen Frankfurt. Das ist doch mal was. Wo ist Schalke? Sehe ich jetzt nicht. Spielt scheinbar heute nicht. Ne, spielt scheinbar heute nicht. Gut. Gut, dann müssen wir das irgendwie retten, ne? Müssen das irgendwie nach Hause bringen hier. Hab erstmal nichts, was ich hier groß wechseln will, muss ich sagen. Wir spielen das erstmal so weiter, denke ich. Ja. Wir spielen das erstmal so weiter. Gut. Anstoß für Gladbach. Gut abgefangen von Sterling. Schön dazwischen gestellt. Gibt auch Freistoß. Okay. Machen wir den mal kurz auf Ginter. Da oben ist relativ viel Raum gerade. Oh. Leitner. Kann sich durchsetzen. Schießt. Ah, nee, kommt nicht ganz. Schade. Tick zu spät noch. Geh wieder hinten rum.
Ja, schon rausgespielt. Jetzt stehen sie auf jeden Fall relativ dicht drin. Ja, das war ein schlechter Pass. Aber konnte er noch behaupten sogar. Holt sogar noch den Einwurf raus, wollte ich gerade sagen. Nee, leider nicht. Gut gestanden von Heuberg. Wieder ein relativ ungenauer Pass, aber Sterling kann ihn trotzdem irgendwie kontrollieren. Schickt nochmal Aubameyang. Ja, da ist kein Durchkommen gerade. Oben ist viel Platz gerade. Einen guten Durm jetzt mal geschickt. Bring nochmal die Flanke. Aubameyang kann das doch eigentlich ganz gut. Hier hinten zumachen jetzt. Ja, versuchen es da über die Flügel. Bisschen mitlaufen. Nicht überpelsen lassen. Jetzt nicht daneben treten. Gut. Schön Dazwischengang von Sterling jetzt. Und gleich nochmal weitergeschickt. Ich hoffe, der kommt jetzt noch weiterhin mit. Genau, das macht er auch. Jetzt ist er dann auch gleich relativ ausgepowert. Aber vielleicht kriegen wir den nochmal hin. Ach, schade. Wollte noch die Flanke bringen. Drauf gehen. Hahn mit dem Dribbling daneben getreten. Einmal von Leitner war es, glaube ich, oder so. Ne, Leitner haben wir jetzt. Ah, schön durchgesteckt, aber nicht ganz präzise. Fehlt das, ja, das letzte Quäntchen, ne? Irgendwie der letzte Meter irgendwie. Um da dann die Führung nochmal auszubauen. Ah, wird Vorteil angezeigt. Ah, schön gespielt. Schöner Spielzug jetzt von Gladbach. Und Glück für uns. Glück für uns. Den prischen wir jetzt hier einfach mal raus. Er wäre fast angekommen. Ah, das war ein richtig guter Spielzug. Da hatte ich nicht wirklich was entgegenzusetzen. Wie gesagt, wenn die KI das will, dann können die da auf jeden Fall auch die Treffer machen. Das Kreuz muss zumachen. Da muss nochmal einer rankommen mit. Ja, und dann kriegen sie das doch zugestellt, beziehungsweise durchgesteckt da. Ah, kommen wir nicht hin. Man darf auch nicht vergessen, die Gladbacher haben natürlich auch einen Mann weniger, aber die machen das trotzdem sehr gut. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie im Vorteil bin oder so. Einwurf. Machen wir kurz. Ball kontrollieren heißt es jetzt. Hummels. Ich würde ganz gerne mit Durm nochmal einen langen Ball anbringen. Aber nicht so. Schön dazwischen vom Bender. Ja. Nee. Haben wir. Gut gemacht von Ter Stegen. Ja, ein bisschen zu weit vorgelegt. Einwurf jetzt für Gladbach wieder Ballverlust. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr kontrollieren, das Spiel noch. Gut gemacht von Sterling. Ja, der kann auch verteidigen, der Junge. Jetzt stehen sie sehr offensiv. Müsste den Ball jetzt irgendwie mal durchkriegen jetzt. Genau, auf Leitner. Oben läuft Depay. Schöner Pass auf Sterling, wollte ich gerade sagen. Das war gar nicht Sterling. Gut gemacht von Aubameyang. Ja, abgelaufen, kein Foul. Und dann wieder der Ballverlust im Mittelfeld. Oh, was war das denn? War es ein Pass für sich selbst oder was? War doch keiner.
Aber wenn wir da den Ball gewinnen, das wäre natürlich cool gewesen. Aber Gladbach drückt jetzt natürlich. Schön rausgeholt, das Ding. Jetzt einfach mal der lange Ball. War vielleicht ein Ticken zu lang. Genau, Keeper kommt raus. Kann ihn da abfangen. Ganz gefährlich. Jetzt, das Ding muss raus. Genau. Okay, Gladbach drückt. Wiese drücken. Jetzt auf Aubameyang. Können wir da vielleicht mal nach innen? Ach, komm schon. Ein bisschen zu weit vorgelegt. Aber Johnson ist natürlich auch schnell. Das wäre schwer gewesen, dagegen zu bestehen. Oder gegen den da irgendwie einen Stich zu sehen. Gut geklärt von Bender. Schön den Fuß dazwischen gehalten. Gibt Ecke nochmal. 90. Minute. Ich glaube, ich hau mal den Abwehrriegel nochmal rein, wa? Hummels, den hast du rausgeköpft. Und da ist der Schlusspfiff, genau. Wir gewinnen 1:0. Sehr knappe Partie, obwohl Gladbach ja eine rote Karte sich geholt hat, ganz am Anfang. War es doch relativ schwer, hier gegen gute Gladbacher wirklich zu bestehen. Hatten einige Chancen, sich auf jeden Fall auch rausgespielt. Wir haben Glück gehabt, dass wir zwei Stück haben wir uns nämlich nur rausgespielt, gemacht haben. Und ja, 76% Passgenauigkeit ist auch wieder ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Schauen wir vielleicht nochmal an die Leistung. Wer war denn hier gut heute? Leitner nicht so gut, ne? Auf der ZOM-Position. Nun gut. Müsste man halt mal weiter beobachten, wie der sich da so macht. Ja, würde ich sagen, geht's weiter. Heuberg war Spieler des Tages. Wie sieht's bei den Bayern aus? Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Würde mich allerdings nochmal interessieren. Ja, das ist natürlich hier jetzt alles, gegen Benfica geht's, oder? Nee. Wer ist denn das da jetzt, gegen den wir da spielen? Nationaltrainer auf Fährte von Kolumbien. Das ist natürlich auch interessant, ne? Ah, Kolumbien wäre wirklich interessant. Aber, nee. Wer ist da jetzt verletzt? Sokrates wird 8 Wochen ausfallen, alles klar. Das ist natürlich schlecht. Nationaltrainer auf Fährte machen wir mal weg. Gut, machen wir hier mal weiter. Genau, ich will noch in die Tabelle gucken, das darf ich nicht vergessen. Das machen wir auch gleich noch. Und zwar aber in die Bundesliga-Tabelle. Wo haben wir sie denn? Da haben wir die Bundesliga-Tabelle. Bayern hat verloren. Wir sind punktgleich mit den Bayern. 18-18. Und der Dritte hat auch 18, nämlich Schalke. Schalke hat 5 Siege, 3 Unentschieden. Gut, so kann man es auch machen. Allerdings hat Bayern das bessere Torverhältnis. Wir sind allerdings, was die Gegentore angeht, auf jeden Fall ganz gut dabei. Sind mit Schalke da gleich auf und das ist eigentlich wichtig, ne, dass wir in der Defensive wenig zulassen und ja in der Offensive vielleicht die ein oder andere Bude dann machen. Ja, ist auf jeden Fall noch alles drin diesmal. Alles drin in dieser Saison. So, wie sieht's hier aus? 15 Spieler in Italien gefunden, okay. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal von dem Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann gegen Legia, wie gesagt, ich kenne den Verein nicht, Legia Warszawa, okay. Keine Ahnung, was das für eine Mannschaft ist. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann an das europäische Spiel geht. Und macht's gut, bis dann. Ciao.